Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem Japanisch-Kochen-Video mit Nessie. Hallöchen! Und heute widmen wir uns dieser Packung hier. Die letzte war ja schon sehr lustig. Diese hier ist noch schlimmer. Oh Gott! Seht euch das an. Was? Was? Hä? Hä? Ja. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spektakulär werden heute. Diesmal muss ich das Ganze auch zusammenmischen. Das wird noch schlimmer. Und Nessie muss filmen. Das wird wahrscheinlich dann sehr schön. Nessie kann das bestimmt. Ach. Ich schneide das jetzt erstmal auf. Wir sind ja immer sehr gut vorbereitet, haben immerhin Schere und Tuch, alles hier. Ja. Ich habe nicht aufgeschnitten. Wie das? Ach so! Jetzt aber. Direkt mal Fail an der ersten Stelle. So, jetzt oh Gott, aber. Oh was erwartet uns hier? Oh Gott. Was ist das? Okay, wir haben hier einen Löffel und ein Tütchen. Oh je. Also so ein Frischhaltetütchen. Dann haben wir hier so ganz kleine Formen in, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, in Blume, Erdbeere und Karotte? Köpfe? Oder Köpfe von irgendwas? Das sind Köpfe. Vielleicht sind es auch Karotten. Ja, dann haben wir hier ein wunderschönes silberfarbenes Päckchen. Ja. Sehr schön. Weißes Pulver. Das wird wieder was. Weißes Pulver. Und? Ein nochmal pinkes Päckchen mit Pulver und nochmal Pulver. Ist das rot? Ich sehe es nicht durch den Bildschirm durch. Ja. Ja, so leicht braun würde braunrot, ich sagen. Ne? Ja. Hoffentlich ist das auf der Anleitung gut erklärt, auch wieder mit Farben. Und das braucht man auch. Also hier haben wir schon mal eins, zwei. Ist das da Ach, eine sind Delle? Zahlen, ne? Ja, da ist eine Delle drin gewesen. So, jetzt ist die Frage. Wie funktioniert diese Anleitung hier? Oh Gott, oh Gott. Ups. Oh. Oh. So. Also als erstes haben wir hier diese Form, da steht ja schon mal 1, 2, dann ist dieser kleine Kreis ist 3, dann ist dieses Blumenhafte hier 4, die ganze Reihe quadratisch ist 5 und das Gitter hier ist 6. Gut zu wissen, oder? Ja. So, dann haben wir 7 sind diese Dinge, das ist 7 oder halt hier unten dieses Feld nur, das ist 7. Das ist 7 und dann haben wir hier diesen Stift und dieses Ding. Ja, ich pack das mal das aus. Ist komisch. Diesen Stift habe ich gerade gesagt. Ich meine dieses Löffelding. Eislöffelchen-Ding. Das braucht man wahrscheinlich wieder zum Mischen und zum Mischen. Aber wofür braucht man diese Dinger? Das ist eine gute Frage. Oder mischen wir jetzt hier Drogen? Haben wir das Drogen? Das Drogen. Breaking Bad für zu Hause. Das wäre auch nicht schlecht. Okay, also wir haben 2 Drogenbeutelchen, meine Lieben. Sieht auch so ein bisschen wie Beweismittelbeutel aus. So, okay, also ich würde jetzt mal schätzen, dass das hier unten die 1 ist. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Da es steht die 1 drauf. Heißt das jetzt, ich muss hier das 1-Ding benutzen und bis zu dieser Linie da mit Wasser füllen? Zeig mal. Sieht so aus, weil ja. Das da so rot ist, ne? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Nessie kann genauso gut filmen. Ich mach mal richtig nah. Da, seht ihr? Das ist die aktuelle Anleitung und ich denke, das ist so richtig. Und da sollen wir dann ein großes, 2 mittlere und 2 kleine Bällchen draus formen, so wie ich das verstehe. Oder man soll also die ganze Masse teilen und dann von der einen Hälfte nochmal teilen. So würde ich das deuten. Sodass man 3 Bällchen hat. Am Ende. Eins, was aus der Hälfte der Masse besteht. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich auch nicht. Ich fange einfach mal an. Ich habe mal hier Wasser. Der Löffel ist übrigens ultra toll dafür jetzt hier. Hier. Wow. Bisschen Wasser. Da brauche ich mal fast eine Pipette. Da würde man mehr Wasser mitbekommen. Das ist ja phänomenal hier. Kosmische Kräfte und so. So, ich denke mal so. Ich schippe mir das Wasser da rein, ey. Aber immerhin verläuft es dann recht schön, ne? Ja, das ist cool.
Ja, also das ist schon alles sehr durchdacht, was die hier machen, ne, mit diesen Sets. Ist schon extrem so, geil. So, ich glaube, ein Chip hier noch, dann ist voll. Da, ist voll. Perfekt. Ist das nicht toll? Aber welches Päckchen brauche ich jetzt da? Ich würde sagen, es ist das Silberne. Ja, definitiv. Definitiv das Silberne, okay. Das hat ein Aufreißding. Oh, das ist ja mal innovativ. Shit. Oh nein. Ich habe die weiße Masse, ich habe es kaputt gemacht. Ein bisschen gepulvert. Oh nein. Boah, das können wir gleich aufsammeln. Moment. Ja. Es riecht nach... Nichts? Traubenzucker, würde ich sagen. Ah. Das ist schon wieder so ein Kaugummi-Geruch. Wieso machen die das immer? Alles muss nach Kaugummi schmecken. Warte mal, können wir das hier ganz fein und säuberlich aufsammeln? Guck mal, jetzt sieht es wirklich aus wie Drogen. Aber wirklich, jetzt nur noch so Nase drüber und einatmen. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit dem Löffel machen soll. Ich mach das hier gerade einfach. Mit dem Löffel. Das gibt voll die chemische Reaktion. Oh, dieser Geruch, dieser Kaugummi-Geruch, das ist echt abartig. Echt? Ich rieche gerade gar nichts. Ich bin total geflasht von dem Weiß. Ja, weil du das eben eingeatmet hast, das Pulver. Instant High. Ja. Aber guck mal, es verbindet sich nicht so wirklich, ne? Habe ich zu wenig Wasser genommen? Aber du hast... Ja, nee, du hast doch bis zu dem... Ich würde noch ein bisschen mischen. Bei dem anderen war das teilweise auch, dass man so lange mischen musste, bis das dann endlich mal... Mischi, 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 mischi. Moment mal. Kommst du mal wieder dazu? Nee, ich glaube... Also mehr ich Wasser? Nicht. Ich weiß nicht, ich mach mal ein Löffelchen, ein kleines. Da ist ja eh nicht viel dran. Ja, das stimmt wohl. So. Ich denke, es ist so irgendwie richtig. Ich werde ja, das jetzt einfach auch mal. Was sieht man vorne, wie viele weiße Dinger die brauchen? Guck mal, das weiß ich nicht. Man sieht nichts. Nee, ich kann das jetzt gerade nicht deuten. Die Zuschauer sehen auch gerade nichts. Oh, Entschuldigung. Wie das mit den Kügelchen gemeint ist, wie viele das jetzt sein sollen. Aber guck mal, da ist noch voll viel Pulver. Einfach mit den Händen. Ich versuch's. Wie eine gute Bäckerin. Mein schöner Nagellack. Ja. Backen kann ich. Kneten auch. So. Meine Damen und Herren, es ist vollbracht. Wir haben schon wieder eine weiße Knetmasse. Schon wieder weiße Knetmasse. Erschaffen. Das sind immer die leckersten. Ja. So, und jetzt soll ich eine große Kugel formen? Oder was? Ja, ich verstehe es nicht ganz. Also ich hätte das jetzt so verstanden, dass ich eine große Kugel mache und dann mache ich davon aber zwei Teile ab. Für zwei mittlere. Ja, genau. Ach so. Ja, ich weiß es halt nicht. Ich verstehe die Anleitung nicht ganz. Ich auch nicht. Ob am Ende jetzt nur drei aber Kugeln... Aber wie soll ich daraus jetzt noch drei Kugeln machen? Ja, deswegen. Ich finde, das passt eigentlich von der Menge nicht. Am sinnvollsten wäre halt diese große in zwei Teilen und dann so. Wird die eine klein. So. Und so. So. Ja. Jetzt brauche ich hiervon wieder was, damit ich eine große habe. So, okay. Jetzt habe ich auf jeden Fall eine etwas größere Kugel. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das noch sehen können. Das Licht ist mittlerweile nicht ja, mehr ganz so gut. Ja, es ist tatsächlich schon recht dunkel geworden hier, aber muss halt. Das geht. Das geht irgendwie. Wir haben ja auch nicht ewig Zeit. Es ist Gamescom-Woche. Genau. Da können wir nicht ewig lang dann Kügelchen rummatschen. Ja, nee, nee. Die so, Videospiele guck mal. Warten auf uns. Die Kügelchen sind doch ganz hübsch. Ja, das stimmt. Die sind hübsch geworden. Jetzt sind noch drei kleine. Blöps. Sieht man das eigentlich auf dem weißen Tisch? Doch, sieht man. Auf jeden Fall. Und dann müssen wir unsere Drogenreste hier mal wegmachen. Ach Mann, wir Drogensüchtigen, ey. So, was machen wir denn jetzt mit den drei Kügelchen, die wir da haben? Wahrscheinlich erstmal nichts, sondern irgendwas anderes. Ich würde mal sagen, ja, natürlich, ja. Wir müssen jetzt hier nochmal weiß und dann kommt da das Rosane rein, das hier. Okay. Ich bin ans Mikro gekommen. Auch wieder in die Eins, oder? Sehr gut. Perfekt. Shiva matcht alles voll. In welches kam das jetzt? In das große, ne? In das große Eins, ja. Warte mal, ich brauche ein Stückchen Tuch. Hier sollte das nämlich nicht rein.
Das brauchen wir noch. Genau. Das fällt. Da auch nicht. Jetzt muss ich das sauber machen. Ich muss aufpassen, dass aus der 1 nichts geklaut wird. Ja. An Flüssigkeit. Stimmt. Ist noch genug drin? Ja, ich würde sagen. Ja. Gut. Jetzt kommt so, das jetzt aber ohne schlabbern. Rosa Bäckchen. Ohne geschlabbert. Und? Anderer Kaugummi. Ist alles Kaugummi hier. Alles Käse. Käse-Kaugummi. Ich mische. Wetten, ich habe jetzt zu viel. Aber das sah doch da genauso aus, oder? Ja. Aber guck mal. Oh nein. Aber vielleicht soll es doch so werden, oder? Ich habe mir rosa einen Glibber gemacht. Obwohl, das weiß ich nicht. Doch, stimmt. Das muss ja jetzt in die Formen rein. Da brauchst du ja ein bisschen was, sonst würde das ja gar nicht reichen. Okay. Ich komme immer wieder ins Mikro. Mensch, Mikro, geh doch mal weg. Hier glaube ich jetzt rein. Oh, in die kleinen Förmchen. Sieht so aus, ja. Guck mal, das sieht total eklig komisch aus. Naja. Wow, der Stuhl. Nessie macht alles kaputt. So, ich muss das nochmal gucken. Hey, so von oben sieht es gar nicht schlecht aus. Also man hat voll den Überblick von hier. Ja, okay. Also das soll jetzt in alle Förmchen rein von hier. So, muss ich das hier irgendwie abtrennen? Ah, ja, muss man. In diese Förmchen kommt es jetzt rein. Bis auf die beiden Blumen, die da. Die nicht? Nee, da ist nichts drin. Why? Weiß ich nicht. Hat die Blümchen. Okay, dann nehme ich mal vorsichtig an. Vorsichtig. Das ist eine ganz gefährliche Wissenschaft hier. Ja! Sag ich ja. Gefährliche Wissenschaft. Das machst du sehr gut. Ich matsch das einfach da rein. Ja. Das ist viel zu viel. Stehe ich auch gerade nicht. Das ist richtig viel, ne? Okay, da passt noch was rein überall. Wahrscheinlich deswegen. Die Blümchen da links kommt auch noch. Es ist echt anstrengend. Man muss quasi die Präzision eines Chirurgen an den Tag legen. Ja, also irgendwie schon. Vor allem, das biegt sich hier die ganze Zeit. Ach so. Warte. Da einmal so ein bisschen das glatt streichen. Ja, das ist gut. Dass das richtig drin ist. Hier zum Beispiel kann noch was rein. Oh nein, ich bin an das Weiße gekommen mit dem rosanen. Gott, diese Konsistenz. Erinnert mich an Hustensaft. Okay. Super. Geschafft. Ah. Weiterer Schritt ist geschafft. Boah. Mit dem rosa Glibber, der scheinbar nicht gut schmeckt. Weißt du, wie das schmeckt? Wie denn? Wie dieser eklige rosane Hustensaft, den es früher mal gab. Oh. Da gab es so ekligen Hustensaft. Dort. Nee, wir mögen keinen Hustensaft. Nee. Oh, das war der Stuhl. So, okay, was kommt als nächstes? Mal gucken. Das braune Sachet. Was macht man damit? In Feld 2. Und dann ist es drin. Okay. Wo ist Feld 2? Da ist Feld 2. Da kommt aber auch Wasser rein, ne? Ja, das sah so aus eben auf dem Bild. Wahrscheinlich auch wieder bis zum Strich. Nee. Ist jetzt schon schlecht von dem Zeug. Das glaubst dir. Echt, diesen Hustensaft, der war so eklig als Kind immer. Hustensaft ist nicht lecker. So. Wir sind hier voll die Mixer, oder? Total. Ich weiß nur keiner, ob es das bringt, was wir hier mixen. So, jetzt kommt dieses hier, ne? Das braune? Mhm. Ja. Und keiner weiß, was wir damit machen müssen. Ja, das ist sehr gut. Das ist richtig geil. Wir rühren hier alles an und dann... schöne Sache, schöne Sache. Da kommt raus.
Vielleicht soll das ja Cola sein. Nee, ich glaube nicht. Schoko, oder? Kann Schoko sein. Könnte sogar sein, ja. Das ist zu geil, ey. Aber wo soll das rein, Zwinker? Das ist echt die Frage.